meine Interpretation von dem Bild oder was sehe ich in dem Bild, wenn ich es anschaue, und das ist mir auch als erstes ins Auge gesprungen, das war also die Notenlinie mit dem Violinschlüssel, mit den Noten möglicherweise auch B, das weiß ich jetzt nicht genau, kann es genauso sein, dass es eine B-Tonart sein soll, aber das andere sind jedenfalls Noten, das andere habe ich als Haus gesehen, als Haus mit einem Fenster oder einer Türe und die Musik, nachdem er der Violinschlüssel außen ist, die Musik kommt in das Haus hinein und das Haus wird mit Musik erfüllt. Auf der anderen Seite sind eben diese skriptoralen Zeichen, wobei eines nicht nur ein Zeichen ist, sondern man schon auch lesen kann und dort steht, wenn man es so ausdrückt, eben lebe. Das heißt also, lebe mit Musik, lebe mit der Kunst und such dir alles aus den Möglichkeiten, die es gibt, auch heraus und verwende es dann. Ja, für mich ist das Bild ein positives Bild. Jetzt könnten manche sagen, was ist an diesem Bild Positives? Es sind doch eher dumpfe Farben, aber es geht hier nicht um die Farben, sondern es geht um das, was ich in dem Bild sehe. Jetzt bin ich sicherlich keine Kunstexpertin, das möchte ich einmal vorweg betonen, aber wenn ich vor dem Bild stehe und ich bin davor gestanden und darum habe ich es mir dann auch ausgesucht, dann sehe ich zumindest drei Richtungen der Kunst drinnen. Wir werden ja im nächsten Jahr eine Ausstellung hier haben, die heißt See This Sound, wo es um die Verbindung, die die Kunst immer interessiert hat, zwischen den verschiedenen Sinnen geht, sehen und hören. Das dürfte für Sie besonders interessant sein jetzt mit der ganzen musikalischen, mit dem ganzen musikalischen Interesse. Ja, sicherlich. Aber es gibt eben verschiedene Möglichkeiten, wie man dann ein Bild beurteilen und wenn man sagt, was höre ich bei dem Bild, dann ja, hört, glaube ich, nicht jeder dasselbe. Ich schaue mir mal alles an und es kann sein, wie ich auch schon vorher gesagt habe, sowohl in der Literatur oder bei einem Film oder auch bei der Malerei, dass ich sage, das ist nicht das meine, das spricht mich nicht an, das verstehe ich nicht oder ich kann mit diesen Inhalten nichts anfangen. Das gibt es durchaus und dann sage ich, gut, das ist nicht das meine, das gibt es. Es kann auch nicht Kunst für alle sein, das ist, glaube ich, auch nicht der Sinn und der wirkliche Ziel, das wirkliche Ziel der Kunst. Sie haben jetzt, der Nenner, das ist etwas, was immer wieder kommt, so, das Bild ist optimistisch, ein Wunsch nach Harmonie, dass das Bild das auch zum Ausdruck bringt, nicht nach Ungebrochenheit, aber eben eine positive, produktive Kraft drin. Haben Sie Mühe mit Bildern, die das Gegenteil sind, die dunkel sind, depressiv, die das Schrecklichste der Welt darstellen? Ja, das habe ich, das gebe ich ganz offen zu, das habe ich, ich beschäftige mich damit, aber nicht lange. Und dann gehe ich wieder und dann, manchmal zieht es mich wieder hin, aber ich weiß, wenn ich hinkomme, es ist nicht das meine, ich mag das nicht. Können Sie ein Beispiel sagen? Ganz ehrlich, ja, ich mag den Schrei nicht. Das ist für mich irgendwie künstlerisch sicherlich wunderbar und alles, aber es verkörpert für mich so viel, trotzdem so viel Angst und Schrecken und alles, also ich mag das nicht.